Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack zusammen mit dem Kevin G-Time TV. Du bist hier in deinen Feldern, ne? Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, ja. Alles, ja, alles okay, nach alles, dem Stress. Alles klar, Digga. Wir haben gestern einen ganz ordentlichen Livestream gehabt. Gestern war aber nicht so viel los, da war mehr so. Ach gut, wir sind Zander auf den Sack gegangen. Das war auf jeden Fall lustig. So. Aber an sich war gestern ein bisschen mehr Bauern. Kevin hat was gebaut, seine Scheune fertig gemacht und ich habe bei mir was gebaut. Das werde ich auch gleich zeigen. Ich weiß nicht, wann das Video heute online kommt, aber wenn das Video online kommt, bin ich schon am Livestream zusammen mit dem Kevin und dem Revi. Also vergesst es nicht einzuschalten, Link oben in der Videobeschreibung. Und ja, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, die gestrige Folge Crafting ist komplett eskaliert, also komplett durch die Decke gegangen. Freut mich da, dass es euch so gefallen hat. Und ja, ich habe auf jeden Fall für die Folge, wie ihr im Titel schon sehen könnt, was vor. Aber dazu kommen wir später. Oh, Kevin, hier, Revis Haus ist aber richtig verlassen, Alter. So wie so, ja, wie so ein totes Geisterhaus hier. Ohne Witz, der muss zurückkommen. Der muss auf jeden Fall zurückkommen. Ohne Spaß, ey. So, ich zeig dir mal. Ich dachte, das Haus wäre hier so Dingsbums zu, weißt du? Aber es war ja, hier immer offen. Weil du hast den Hühnerprank gemacht hast und hattest hier Erde drumherum. Dann dachte ich so immer so, das Haus wäre immer zu, das war, keine Ahnung. Guck mal, Early, der Banause, ne? Guck mal, was er ihm schenkt. Mit deinen Diamanten, ne? Ja, ja, so ein bisschen Klicks abgreifen, weißt du? Ja, ja, Early, geh ja. Weiter, so, direkt nee, mal nee, rausnehmen. Erst mal rausnehmen hier, den goldenen Apfel brauche ich auch noch. Ich schenke Early Boy Diamanten und der schenkt die einfach weiter, was ist das denn für ein Dude? Warte, der Apfel gehört der mir nicht, den Apfel tue ich rein. So, also, das dazu, ich werde auf jeden Fall, guck mal, Revi, ne, der wirst du so abfragen, falls er nicht zurückkommt, ne? Wenn er hier diese, warte, Treppe sieht. Hä, hey, aber die ist doch nicht hässlich. Warte. Ich geh die mal kurz durch. Ich muss meinen Zuschauern zeigen, weil ich habe die gestern im Stream angefangen zu bauen, aber ich war dann so müde und wollte euch nicht so langweilen, dass ich die offscreen dann noch ein bisschen weitergebaut habe. Und ja. Alter, die ist voll geil geworden. Was? Ich finde die richtig cool gemacht. Oh mein Gott. Vor allen Dingen ist das angenehm, jetzt auch mal hier hochzugehen. Findest du echt gut? Ich finde die geil, ja. Also wäre nicht so eine Brücke, wo man sagt, so, nee, die muss man jetzt zerstören oder so. Also, ist auf jeden Fall wenn jetzt die zerstört werden würde, weil die zu hässlich ist, würde ich jetzt nicht verstehen, warum. Okay, krass, ey, danke. Also ich finde die geil. Ey, ist ehrlich, danke, das hat noch niemand zu mir in Crafty gesagt, ne? Das erste Mal. Nein, ist ehrlich, das ist das erste Mal, Leute. Richtige Emotionen bei Patrick auch. Ja, ja, das ist so, hast du gerade echt so, WTF, jetzt, okay, die ist alt. Ich finde das richtig cool auch so mit diesem Glowstone, dass du das da so unten eingearbeitet hast. Oh. Und hier hast du ja an der Seite so Wasser gemacht und das ist so cool gemacht. Oh, danke dir, Digga. Oh, wie cool. Es freut mich echt, ne? Übertrieben freut mich das. Geil. Also, ich weiß, also jetzt mal ehrlich, ne? Also, wenn die abgerissen werden würde, das würde ich nicht verstehen, wieso. Und der Wasserfall, den habe ich ja auch hier gesetzt, von da oben an unten so ein Teich mit so einem Ding. Wenn du noch so ein bisschen mit Bäumen und so arbeitest, ja, genau. Noch so ein bisschen verschönerst hier, dann sieht die richtig geil aus. Eine Hexe ist hinter dir, warte. Ey, danke, danke. Dass diese Worte haben mich gerade richtig motiviert, so, dass ich so kein extra Chromosom zum Bauen habe, Alter. Weißt du, was ich an deiner Stelle noch richtig Geiles machen würde? Ja, sag. Ich würde an deiner Stelle noch machen, dass hier an der Seite vielleicht auch Wasser runterläuft. Dass man hier hinter so einem Wasserfall hergeht, weißt ja, du? Ja, das wäre auch richtig schön. Hochgeht. So eine richtig krass. Und du könntest auch überlegen, ob du so noch mit Stein arbeitest, dass dann hier noch, dass der Stein hier so runtergeht, dass du wie hier so eine Steinsäule noch an der Ecke hast, dass man so weiß, dass das so ein bisschen mehr naturverbunden noch aussieht. Ja, stimmt. Aber so ist sie richtig geil. Wenn du da jetzt noch so mit Wasserfällen und so arbeitest, boah, Junge, dann ist sie übelst krass. Nice, danke, danke, freut mich echt. Okay, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie euch die Brücke gefällt, Treppe gefällt. Sag mal Brücke, ich weiß auch nicht wieso. Letzte Zeit hat mir viel was mit Brücken. Und ja, ich zeig euch nochmal, ich habe meine Kisten von oben runter sortiert, Freunde, hier unten mit Schildern und alles. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich Sachen sortiert habe. Sieht, das ist jetzt halt schlicht gehalten, aber es geht ja nur darum, dass die Sachen sortiert sind, so, ne? Also ey, von dieser Staffel ist alles anders, Alter. Diese Staffel ist komplett anders, also. Vor allem Revi ist einen Tag nicht da in der Stadt. Hier, bei mir tut sich Gewaltiges, Freunde. Gewaltiges. Und er kommt jetzt bestimmt irgendwann wieder und dann geht einfach nur noch Chaos. Ich habe so Angst, wenn er wiederkommt, dass die Treppe weggesprengt wird. Ich habe so Angst. Revi ist so einer. Nein. Revi ist so einer, der sieht Sachen anders, wenn ich die baue. Der hat da so. Der kann dafür auch nichts, Leute. Der hat eine Krankheit, der hat sich bei dem entwickelt. Wenn ich Sachen baue, sei es, ich baue Sachen nach vom Internet, so, dass die dann geil aussehen, dann, ja. Aber Freunde, die meine Videos lange gucken, wissen, dass ich diese Treppe mit diesem, wo ich die. Wie heißt das? Du bist ein Zombie. Die Fences, also die Zäune auf dieses Wood-Tour, das mache ich schon seit irgendwie. Seitdem ich Let's Plays mache, irgendwie immer das Gleiche. Also die Leute, die mich lange gucken, kennen dieses Konstrukt von Treppe. Sollte dem auf jeden Fall bekannt vorkommen. So.
Das dazu. Bei dir hat sich nur eine Scheune was getan, oder? Ich hab die Scheune gebaut, dann hatte ich ja diese Fischerhütte gebaut, diese ja. große. Mein Plan war es auf jeden Fall noch so, ich will halt richtig viele verschiedene Sachen bauen. So eine Jagdhütte noch und so. Ja, die Leute sagten, die finden die Kapelle von Revi nicht so schön, die Sag er mal. Da unten gebaut hat. Ja, ist so, man erkennt es halt nicht als Kapelle. Die passt nicht in den Stil rein, nee, weil, ne? Nee, wegen der Farbe, wegen dem Weiß, finde ich. Ja. Wir haben jetzt viel mit Holz und Stein gearbeitet, also mittelalterlich. Ich bin mal ganz kurz, ich hole mal ein paar... Ressourcen eben von oben. Ich finde auch gar nicht so schlimm, ne, dass diese Staffel so mehr so eine Mittelalter-Edition ist. Nee, ich finde die richtig geil. Wir haben nämlich sonst immer modern gebaut. Das stimmt, Craftic 2 hat Revi seine Villa gebaut. Genau, Craft Attack 3 war auch modern. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war schon so gegen die Richtung, auf jeden Fall modern. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt so mittelaltermäßig bauen. Guck mal, wie produktiv wir sind. Weil mittelalterlich bauen, ich weiß nicht, irgendwie fällt mir das leichter. Ja, ist es leichter? Mehr oder weniger, und ich mag dieses Genre Mittelalter-Fantasy und so. Das ist, ich glaube, das mögen die meisten so. Und deshalb stecken die meisten noch mehr Herzblut in die Bauten rein. Und ja. So, ich hole mal kurz die Ressourcen, weil ich habe ja für diese Folge noch was Schönes geplant. So soll das ja nicht enden, ne? Und zwar Kabel. Okay, also da reichen. Alles klar. Alles klar. Weißt du, was ich machen will? Ja, weißt Nein. du, habe ich doch gerade gesagt im Teamspeak. Oder? Nee, du hast mir das noch nicht gesagt. Okay. Ich weiß nicht, okay. was du geplant hast für diese Folge. Da ja hier, ne, gerade sehr brandheiß aktuell, ne, die Präsidentschaftswahlen sind, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen Prank, also einen kleinen Prank, der, ja, so daran angelehnt ist, ne? Und zwar, ihr habt ja so eine schöne Brücke da, ne? Ja. Die ist auch schön und so, die will ich jetzt auch nicht alle sprengen oder sonst wie. Aber ich finde, vor allem diese Häuser in der Mitte der Brücke symbolisieren so Grenzübergänge. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist ja die Sache so. Und da, als neuer zukünftiger Präsident dieser Stadt, muss ich was dagegen tun. Denn so kann ja jeder hier einfach drumherum rennen, einfach so hin und her, ohne Zoll zu bezahlen. Guck mal, hier müsste eigentlich jemand sein, der Zoll bezahlt. Also hier Gebühren bezahlt und so. Deshalb bin ich der Meinung, dass hier eine Mauer hingezogen werden soll. Ey, ich weiß nicht, ob das gut ist, ey, wenn Revi mal wiederkommen sollte, ne? Und die Brücke der getrennten Freundschaft dann so eine Mauer enthält. Ich glaube, dann rastet der aus. Der wird das schon verstehen. Der wird das schon verstehen und auch dahinter sein. Ich mach dir sogar auch schön. Glaub mir, du wirst mir helfen. Komm mal her, kleine Halunke. Ich repariere die Brücke nebenbei, aber ich baue nicht mit an dieser Mauer, weil wenn die mega hässlich ist, wird der wegen dir ausrasten und nicht wegen mir. Die Mauer wird hässlich, ist eine fucking Mauer, Digga, was willst du erwarten? Ich will, ohne Witz, die Brücke der getrennten Freundschaft, die muss zu alter Kraft kommen. Die wird ja auch zu alter Kraft kommen, aber die muss erstmal... Die kommt nur zu alter Kraft, wenn Revi und ich uns vertragen. Das sowieso, aber erstmal muss hier für Recht und Ordnung gesorgt werden und alles muss kontrolliert werden. Jeder, der hin und her geht, was machst du da? Ne? Achso, reparier. Achso, die ist noch nicht fertig repariert. Ja, du reparier, ich zieh hier die Mauer, Freunde, denn ehrlich gesagt kann das nicht sein. Revi ist jetzt abgehauen und einer muss erstmal vorläufig die Macht an sich reißen und das bin ich. Und ich werde hier erstmal für geordnete Übergänge sorgen, weil hier kann einfach jeder zu mir kommen, ohne irgendwie Gebühren zu bezahlen. Zack, zack, zack. Wir werden auch gleich unten. Also, ich weiß gar nicht, ob Trump so eine hohe Mauer bauen würde. Kann man ja auch. Yeah. Was ist los mit dir, Digga? Warum Trump, Junge? Ja, weil der eine Mauer bauen will. Der ist ja so geil drauf und das hat mich so dran erinnert. Okay. Also, Leute, ich bin kein Fan von Trump, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, so, ne, aber... Trump heißt doch Trompete, oder nicht? Heißt das so? Ja, Trump heißt Schreibt mal in die Trompete Kommentare, eigentlich. Ob das so heißt, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Aber ehrlich, Freunde, ne, wenn ihr der Meinung seid, dass diese Mauer zu Recht hier ist, ne, weil... Guck mal, die Sache ist die, ihr beide habt euch letztes Mal übertrieben gebieft. Also, das war ja nicht mehr feierlich, das war ja schon wieder Dritte Weltkrieg, so. Und ich werde diese schützende Mauer bauen... Damit ihr euch erstmal nicht beeft, damit ihr erstmal euch vertragt. Und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr euch vertragen habt, dann kann man eventuell die Mauer einreißen und einen Neuanfang wagen. Verstehst du? Ja. Das ist so mein Plan. Das ist mein Plan. Und ich glaube, das wird was bringen, so. Diese Mauer hier, Freunde. Ich glaube, ich brauche noch Hardslaps, weil, ne? Ich glaube, diese Mauer wird Revi einfach nur aufregen. Nein, der wird die Symbolik dahinter verstehen. Und
mitarbeiten, also quasi dran mitarbeiten. Ich bin mir da echt absolut unsicher, Patrick, ob dein Plan aufgeht. Doch, ich glaube, mein Plan wird aufgehen. Glaub mir. Der Plan. Ich muss jetzt mal essen. Ach Gott. Ah, oh, Freude. So, der Plan wird aufgehen, Leute. Glaubt mir. Glaubt mir, der Plan wird aufgehen. Und wenn der, wenn er meine Brücke, ey, ohne Witz, wenn er meine Treppe irgendwie was antut, ne, ich raste komplett aus. Ich bin das ernst. Na, also, wenn er die Treppe einreißt oder so, dann ist Dritter Weltkrieg, aber hier, aber echt angesagt im Craft. Vom Allerfeinsten, also so. Ja, ja, so richtig so. Dann ist Dritter Weltkrieg nicht, also ist nicht mehr lustig, so, da machen wir da keine Späße mehr drüber. Ah, hier kann man noch durch. Das ist natürlich nicht sehr gut. So. Weil hier das Führerhäuschen ist, das muss gebaut werden. Ja, mach. Ja, okay, mach. Okay, mach das Häuschen fertig, so. Mann. Jetzt kann ich die Mauer nicht ziehen, jetzt muss ich die drumherum ziehen, alles klar. Ja, hier kommt ja auch noch ein Dach drauf, ne? Ja, das Dach mach, damit die Leute nicht drüber kommen. Damit, so, hier zu. So, hier ist schön Grenzkontrolle. Ich muss auch ein paar Personal einstellen. Also ich denke mal, Alter, wie soll da denn einer durchkommen? Die hat ja überhaupt gar keinen Durchgang, deine Mauer. Ja, ja, soll ja nicht durchkommen. Da, ja, toll, was ist, wenn einer so macht einfach? Nein, nein, das. Nein, hör auf, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Da wird er gefangen. Ja, das klar geht das, aber dann wird er gefangen genommen. Was ist, wenn er so macht? Dann wird er auch gefangen genommen. Egal wie, wenn man die Mauer klettert, hochsteckt, hochschwimmt, durch. Also wenn man auf die andere Seite kommt, ohne Grenzgebühr zu bezahlen, dann ist man richtig am Arsch. Aber glaub mir da mal, Kevin. Und du auch. Hör auf! Kevin? Kevin? Bitte. Alter, hör doch auf! Du bist illegal! Lass mich wenigstens mein Wasser nehmen. Okay, nimm dein Wasser. Hau ab. Geh auf deine Seite. Das Land ist getrennt. Das Land ist getrennt. Oh, Junge, die FPS, ne? Ja, ja. Das Land ist getrennt. Also, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge ein bisschen unterhalten hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da mal gucken, wie Leute auf diese Mauer reagieren werden. Schaut meinem lieben Kevin vorbei, lasst ein Abo da, lasst bei mir ein Abo da. Und in diesem Sinne, schaltet euch beim Livestream ein, haut rein und tschüss! Tschüss!